So Leute, willkommen zurück zu Mega Man. Ich will diese dämliche Horn. Warte, mein. Okay, es hat mich irgendwie aus dem Fenster rausgetappt. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum mein Controller nicht mehr reagiert. Ich will diese Hornisse jetzt machen, weil ich glaube wirklich, das ist Staatsfeind Nummer 1. Die Blast Hornet, bei der funktioniert das. Ich mache den Fehler jedes Mal. Aber wirklich jedes Mal. Stimmt, hier bin ich ja so. Erstmal rüber. Du hast keine Heilung für mich. Ich habe alle irgendwie gerade keine Heilung für mich. Du hast Heilung für mich. Du hast mich sogar voll geheilt. Danke sehr. Oh Gott. So, damit ist nämlich unser E-Tank wieder voll, unser Sub-Tank. Warte mal, ganz blöde Theorie. Okay. Theoretisch könnte ich mich an ihm voll heilen. Wenn er halt Heilung droppen würde, ne? Er entscheidet sich halt bloß das nicht. Auch jetzt. So ein schönes Geräusch, wenn das Ganze in den Tank fließt. Komm. Holen wir uns jetzt erstmal das Ding. So, das war gut gemacht. Komm, da müsst ihr mich jetzt mal loben. Das habe ich nicht schlecht hingekriegt. Ah, von der Vollaufladung hat es leider nicht gereicht. Ne. Sehr schade. Sonst wäre der E-Tank voll. Sub-Tank. Ich weiß, es ist kein E-Tank. E-Tank waren begrenzt. Sub-Tanks nicht. Finde ich an sich eigentlich cooler, die Sub-Tanks. Aber ich finde es auch ein bisschen doof. Weil man muss sie halt immer wieder voll farmen. Oh, jetzt ist er gar nicht da. Jetzt will er nicht mehr, ne? Deutet aber auch, wir kommen bis zur Hornet durch. Ja, das muss an die Viecher ganz nah rangehen, dann können die mir gar nichts. Okay, oder auch nicht. Okay, jetzt dürften wir schon da sein. Das ist halt auch eine relativ kurze und machbare Stage. Ja. Das ist halt so richtig ihre Waffe.
verputzen. Ah, fuck. Ah, es macht ihr aber auch Schaden, wenn ich sie nicht treffe. Das ist interessant. Ich dachte, ich muss sie dafür auch direkt anzielen, aber nö. Ja, okay. Die Waffe bringt bei niemandem was, außer bei der Hornisse. Da haut sie halt komplett rein. Easy. Joghurt. Parasitic Bomb. Okay. Eine Bombe. Eine Bombe klingt gut. Und eine parasitäre Bombe klingt noch besser. Das klingt auch nach einer Waffe für den Buffalo. Ja, wie war das, wenn ich vier Gegner besiegt habe, kommt Bit immer, ne? Das heißt, jetzt kann ich Bit nicht mehr entkommen. Krieg ich damit das Ding kaputt? Welches ist es? Das hier, ne? Ne. Okay. Theoretisch könnte ich die Dinger ja mit der Gravitationsbombe erledigen. Oh, eher so mittelgut. Ah, diesmal hat mich der andere von oben nicht erwischt. So, wie sieht's mit meinen Tanks aus? Ah, der erste ist gefüllt, der zweite ist dabei. Das heißt, jetzt muss ich ihn eigentlich besiegen, ne? Wenn ich das so richtig verstanden habe, was der Fisch mir gesagt hat. Ja. Nee, es ist nicht seine Waffe. Hallo? Also irgendwie, manchmal will er nicht. Ah, fuck. Nee, das war diesmal mal wieder gar nichts, ne. Da habe ich das falsche Timing gehabt. Bedeutet aber im Fazit, ich habe seine Waffe nicht. Das ist schade. Weil das bedeutet, ich krieg diese besondere Waffe nicht. Waren doch bei 4. Ich meine, der Fischer hätte geschrieben, ab 4 kommt er immer. Wenn ich 4 Bosse besiegt habe. Ich gehe jetzt einfach. Das war clever. Weil das hätte meinen Tank nochmal auffüllen können, aber egal. Thank you.
Fuck. Ja, da hat er mich eben böse erwischt. Oh, jetzt macht er zwei von dem Dreck. Na gut, dann muss der Tank her. Es ist nicht möglich, dass du so viel Kraft besitzt. Das nächste Mal, wenn wir uns treffen, wird das Resultat anders sein. Und Rexak, hast einen von meinen Subtanks geleert, also beschwer dich nicht. Ist halt schade, wenn ich ihn wirklich mit seiner Waffe hätte besiegen müssen und ich das jetzt halt nicht konnte. Oh mein Gott, gibt Schlimmeres, ne? Au. Dann kriege ich halt die Superwaffe am Ende nicht. Okay, damit komme ich da auch nicht dran. Wie komme ich da denn dran? Zu welcher Gottheit muss ich beten, dass ich da an den Subtank drankomme? Antwort ist wahrscheinlich zu allen. Darf ich hier auch wieder raus? Erst wenn er mich überfährt. Stecke ich hier jetzt für immer fest? Leute? Ah. Dachte gerade schon. Ha! Hatte recht. Der Büffel hat Parasiten. Und er bleibt stehen, wenn ich ihn damit abschieße. Das heißt aber noch nicht, dass er einfach ist. Boah, ich wünsche, ich hätte voll Tank. Ich wünschte echt, ich hätte einen vollen Tank. Ah, wenn ich da an der Wand hänge, dann kommt er mir mit so einem Dreck. Super, ich habe die Waffe gefunden und bin zu blöd, ihn zu bekämpfen. Okay, aber wir haben Bit besiegt. Das ist schon mal gut. Weil das bedeutet, der wird uns jetzt hoffentlich nicht nochmal nerven. Heißt, wir können die Stage jetzt nochmal machen, beim nächsten Mal. Und werden keine Probleme mehr haben. Das heißt, ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Ich hoffe, der Part ist lang genug. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Mega Man X 3. Bis dann. Tschüss.